Danke für die Teilnahme an der heutigen Präsentation. Dieses Video ist Teil einer Serie einführender Lernvideos, die geschaffen wurden, um einige der besten Features von TimeSensor Legal zu zeigen. Jedes Feature in TimeSensor Legal wurde sorgfältig entwickelt, um Zeit und unnötige Arbeit zu sparen. In dieser 10-teiligen Serie baut jedes Lernvideo auf das vorhergehende auf. Wir empfehlen deshalb, jede Präsentation in der Reihenfolge, in der sie erstellt wurde, wenigstens einmal durchzusehen. Um Ihnen TimeSensor Legal vorzustellen, haben wir ein Demoszenario mit einer kleinen Anwaltskanzlei mit nur wenigen Mitarbeitern vorbereitet. Beachten Sie, dass Sie TimeSensor Legal genauso gut in viel größeren Unternehmen mit Hunderten von Mitarbeitern einsetzen können. Die Demo spielt am 1. April 2011. Lassen Sie uns loslegen. Nach dem Start von TimeSensor Legal öffnet sich das Login-Fenster. Hier sehen Sie die Personen, die in unserer Musterkanzlei arbeiten. Michael ist Anwalt und Inhaber der Kanzlei. Erna ist seine Sekretärin. Simon ist ebenfalls Anwalt und in Michaels Firma angestellt. Schließlich ist da noch Susi, eine Trainee. Das ist also das Team unseres Demoszenarios. Ein typischer Ablauf, der immer durchgeführt werden muss, wenn ein neuer Klient gewonnen werden konnte, ist das Erfassen der Adressdaten und das Eröffnen eines neuen Mandats. Dies fällt in den Aufgabenbereich der Sekretärin, weshalb wir uns nun als Erna einloggen. Und wir gelangen direkt zu Ernas persönlichem Bereich. Die Icons und Buttons, die Sie hier sehen, gehören zu Ernas individueller Benutzeroberfläche. Jeder Benutzer verfügt über seine eigene Oberfläche mit mehr oder weniger Icons und Buttons entsprechend seiner Rolle und seinen Berechtigungen innerhalb der Firma. Der Splash-Screen in der Mitte hilft uns bei der Orientierung. Auf einen Blick sehen wir, in welchem Bereich wir uns gerade befinden. Wie Sie sehen, ist das derzeit Ernas persönlicher Bereich. Auf der linken Seite befindet sich die Bereichsleiste, mit welcher wir zu den anderen Bereichen des Programms gelangen können. Der rote Pfeil zeigt den aktuellen Bereich. Zu jedem Bereich gehört eine Funktionsleiste, welche horizontal entlang dem oberen Bildschirmrand verläuft. Mit den runden Buttons starten Sie die einzelnen Funktionen des Bereichs. Beim Verlassen des Programms merkt sich TimeSensor Legal den aktuellen Bereich sowie allenfalls geöffnete Fenster und stellt diese beim nächsten Login automatisch wieder her. Wir sehen also Ernas Oberfläche genau so, wie sie verlassen hat, als sie gestern Abend nach Hause ging. Heute ist Ernas erste Aufgabe, einen neuen Klienten zu erfassen, den Simon gerade in die Firma gebracht hat, ein Herr Darren Yen. Um dies zu tun, muss Erna in den Bereich Adressen wechseln, wo alle Adressen verwaltet werden. Ein Klick hier und die Funktionenleiste hat gewechselt. Zum Bereich Adressen gehören 5 Buttons, welche 5 verschiedenen Adresstypen entsprechen, auf welche Erna zugreifen darf. Um Herrn Darren Yen zu erfassen, klickt Erna auf Klienten. Die Liste der Klienten zeigt, dass bereits 69 Klienten im System erfasst sind. Nach dem Klicken auf den Knopf Hinzufügen wird ein neues Adressdossier angezeigt. In TimeSensor Legal enthält das Dossier eine Zusammenfassung aller Daten, die zu einer Adresse gehören. Oben sehen wir Tabs, die uns zu den verschiedenen Seiten des Dossiers bringen. Wir sehen derzeit das Stammblatt. Die weiteren Seiten des Dossiers beinhalten Zusatzfelder, Text und die zentrale Seite mit den Mandaten. Wir haben überdies Finanzinformationen, Entwürfe und das Dokumentenarchiv für diesen Klienten. Der Bereich Entwürfe enthält alle Dokumente, an welchen derzeit gerade gearbeitet wird. Werden Dokumente fertiggestellt, so wandern diese ins Archiv, wo absolut alles, was vom Klienten gekommen, an den Klienten versandt oder über den Klienten geschrieben wurde, sofort verfügbar ist. Anstatt die Informationen des Klienten einzutippen, kennt Erna einen viel einfacheren und schnelleren Weg. Sie nimmt einfach die V-Card, die ihr vom Klienten zugesandt wurde, und schiebt diese vom Schreibtisch auf das Dossier. TimeSensor Legal liest die V-Card und füllt die Informationen in die richtigen Felder. Erinnern Sie sich, dass ich am Anfang dieses Videos gesagt habe, dass jedes Feature in TimeSensor Legal sorgfältig entwickelt wurde, um Zeit und unnötige Arbeit zu sparen? Tatsächlich geht es nicht mehr einfacher, eine neue Adresse in das System zu bekommen. Erna hat den neuen Klienten in Sekundenschnelle erfasst und dabei erst noch Schreibfehler ausgeschlossen. Okay, dies beschließt das erste Video unserer Serie.
Wir hoffen, dass Ihnen diese kurze Einführung in Time Sensor Legal gefallen hat. Wir beabsichtigen, diese Videos kurz, interessant und leicht verständlich zu gestalten. Im nächsten Video werden wir Erna, der Sekretärin, weiter folgen. Sie wird den neuen Klienten, der von Simon zur Kanzlei gebracht wurde, fertig erfassen und ein Mandat eröffnen, sodass anschließend Michael mit der Bearbeitung des Falls beginnen kann. Auf Wiedersehen! Wir treffen uns wieder im nächsten Video.